Ja, Gott tut. Gott tut, manchmal auf anderem Wege, so wie wir es nicht erwarten. Manchmal wünschen wir uns, Gott würde seine Kraft zeigen und handeln. Ja, wenn wir handeln, produzieren wir manchmal sehr viel Kleinholz. Manche kommen ja auch mit dem Hammer. Nein. Gott handelt manchmal ganz anders, als wir denken. Gott tut, manchmal mit einem anderen Zeitmaß. Ich glaube, das ist wieder so ein Fall, da habe ich schon einen von. Manchmal tut Gott, auch außerhalb meiner Sinneswahrnehmung. Ich glaube, Gott arbeitet ganz viel im Hintergrund, so dass wir das gar nicht merken. Also, ich glaube, dass wir da manchmal gar keine Sinne für haben. Gott tut einfach. Und nicht immer bemerken wir das. Manchmal sind wir nämlich herrlich beschäftigt mit schönen Dingen. Und merken gar nicht, was Gott alles so macht für uns. Da gibt es doch diesen Vers: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er schenkt mir voll ein. Manchmal sind die Engel ganz schön am Rotieren, glaube ich. Manchmal beten wir: Ach Herr, zeig mir jemand, dem ich die Liebe geben kann, dem ich deine Liebe zeigen kann,
den man wuscheln und kuscheln kann. Ach, hier ist einer. Aber manchmal geht man einfach so drumrum. Und man will ja auch nicht aufdringlich sein. Aber Herr, schenk uns Augen, dass wir die Not sehen. Ich glaube, Gott tut ganz viel. Und manchmal merken wir das gar nicht. Manchmal haben wir da gar keine Sinneswahrnehmung für. Manchmal hat Gott ein anderes Zeitmaß. Aber ich denke, Gott tut. Wenn wir Menschen tun, dann ist das häufig viel Kleinholz produziert. Aber wenn Gott tut, der ist schöpferisch und der tut was Gutes. Musik.